Hallo, Deutsch Oberstufe 1, Lektion 86, Partizipiale Attribute. Heute kommt noch eine kleine Übung aus dem Schubert Verlag für B1. Klaus, der unfreundlichste Kollege von allen. Von allen. Modun saram chung i Klaus ranun namjaga se il takatsi anun dongyo. Ergänzen Sie die Präpositionen ibonen saramik wanhan tronjisa yorogatsi hewopopsida. Nummer 1. Klaus ist, seinen Kollegen unbeliebt, weil er so freundlich ist. 자, 독일 오의 경우는 여러 가지 사람 중 어떤 행동 이 표현이 두 가지 있어요. 하나는 unter, 두 번째 거는 by. by는 이 사람들의 경우 이렇게도 생각할 수 있고 이 unter는 진짜 중. 그러면 여기서는 believed 인기가 있다, unbelieved 인기가 없다 이 단어에 관한 이야기하면 by가 조금 더 낫다. Klaus ist bei seinen Kollegen unbeliebt, weil er so unfreundlich ist. Klaus ist unter seinen Kollegen unbeliebt, weil er so unfreundlich ist. Nun, 개인적으로는 틀리지 않다고 생각해. 그래도 역시 unbeliebt, un에다가 unter 이것도 발음이 조금 어색하고 bei seinen Kollegen unbeliebt. Aber zum Beispiel, 만촌 다른 이야기 하면, BTS 이야기. BTS und 젊은 사람들. BTS ist bei jungen Leuten beliebt. BTS ist unter jungen Leuten beliebt. 이런 문장의 경우는 아무 문제도 없어요. 둘다 가능해요. 그래서 여러분도 마음대로 선택하시면 돼요. 일단 사람의 경우, 이런 사람의, 블라블라블라, bei 여러 가지 사람들 중 혼자 이두 가지만 외워봅시다. 그래서 클라우스는 너무 착하지 않기 때문에 진철하지 않기 때문에 너무 회사에서 인기가 없단다. 넘버 2. Er ist nur seinem Chef nett. 이번에는 우리가 두명 이야기해야 돼. 그래서 어떤 사람한테 어떤 감정을 보내다. 그러면 이 감정은 결국 이동하니까 이동 전치사 수 쓰면 돼. 그래서 이 사람을 보면 이 사람 상대방으로 형용사 하다. 그래서 결국 이 형용사 하게 어떤 행동을 하다. Er ist nur zu seinem Chef nett bedeutet 자기 상사에만 착하게 한다. Nummer 3. Klaus ist dem Chef auch befreundet. 이번에는 전치사 표현 때문에 어떤 기쁜 의미가 없고 친하다, 친구입니다. 이 표현은 규칙 때문에 밑이랑 같이 나와야 돼. Klaus ist mit dem Chef auch befreundet. 상사가 Klaus의 친구야. 친하고 있어요. 친해. Nummer 4. Aber vielen Kollegen ist er sehr unfreundlich. 다시 사람한테 감정을 보내고 수 그대로 많은 동료들에게 이 사람이 아주 친절하지 않게 하다. Er ist jeder Kleinigkeit genervt. Kleinigkeiten und 작은 이야기. Genervt sein ist wie ich, 뭐야 이거. 귀찮다, 화난다, 짜증나다. Er ist wegen jeder Kleinigkeit genervt. 때문에. 물론, über도 돼요. 하지만, über는 사격, Akkusativ 때문에 jeder Kleinigkeit und an 되고, er ist über jede Kleinigkeit genervt. Jeder, nun 여기서 이격, Genitiv입니다. Er ist neidisch, 질투하다, 아니면 부럽다. Er ist neidisch, 다시 정해진 표현, auf den kleinsten Erfolg anderer Leute. 제일 작은 성공, 이런 직격이 됐지만 그래도 진짜 비밀은 얼마나 작은 성공이라도 er ist neidisch, also 질투, 질투가 있어요. 질투하다, 이 사람. Er ist nur seinen eigenen Problemen interessiert. Interessierte und sein. 여기는 우리가 되게 조심해야 돼. Interessieren 동사. Sich 동사가 있었죠? Ich interessiere, sagt Jörg, mich für Desang. Ich interessiere mich für Desang. Etaga Quansim. Ich habe Interesse an Desang. Myongsa nun an, Dongsa nun für. 이렇게 배웠죠? 하지만 sein und interessiert nun 상태입니다. 상태는 왠지 명사 전치사 써야 돼. Er ist nur an seinen eigenen Problemen interessiert. 자기 문제에만 관심이 있어. 다른 사람 문제는 이 사람이 몰라요.
Manchem Druck. Nummer 8. Er ist, aha, der Arbeit anderer Kollegen immer unzufrieden, zufrieden, manchmal gerade unzufrieden, Bullmann hat er. Igodo, zum Mädchen, schon. Mit. Er ist mit der Arbeit anderer Kollegen immer unzufrieden. Tarun Singu, El Bolte, Hangsang, Bullmann ist so. Nummer 9. Er ist, aha, seiner Wichtigkeit, Chungyo Ham, überzeugt. Ich bin überzeugt, sein, Sangte, Pyohyun, Pekbro, Iroke, Sengakada, also Hakshimhada, Hakshilhage Sengakada. Das ist dann immer von, ich bin von, bla bla bla, überzeugt. Also er ist von seiner Wichtigkeit überzeugt, bedeutet Kunun Tagiga Zeil Chungyohan Saramirago, Hakshilhage Sengake, Chincha Nummer 10. Zum Glück, Da행이게, erkennt Inzikada, Animion Kunyang, Oton Yagyul Bogo, Yehada. Zum Glück erkennt der Chef, dass sein Verhalten, Hengdong, nicht gut das Arbeitsklima ist, also Ot und Mulgon und gut oder schlecht, das ist dann immer für. Also Kui Hengdongi, Hesa Bunwingie, Anchotago, Taheng Ike, Sangsanun, Yehago Isoyo, Iroke, Inchikago Isoyo. Zum Glück erkennt der Chef, dass sein Verhalten nicht gut für das Arbeitsklima ist. Yugenun, Storiga Isuniga, Isainun, Tangyoni Chef Malgo, Igo, Klaus Yagi, also I, Napunamza, Isaram Yagi, Umege ist so, Hesokai Suizi. Aber Hengdong, das ist natürlich das Chungsong-myongsa, das Verhalten und das Klima, das Arbeitsklima. Klima ist auch so ähnlich wie die Atmosphäre. Das Klima, die Atmosphäre, die Arbeitsatmosphäre, das Arbeitsklima. Das war schon wieder für heute. Präpositionen sind leider ein sehr langes und auch schwieriges Thema, das wir die ganze Zeit üben und wiederholen müssen. 전치사는 역시 끝이 없어요. 계속 배우고 몇번더 복습해야 잘쓸수 있죠. Aber das können wir schaffen. Kein Problem. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.